Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battleblock Theater zusammen mit The Line. Woo! Yeah! Hey Baby. Du bist König und ich bin Verbrecher. Hey Baby. Hallo. Hey, nicht mich ausrauben. Meine Goldkrone. Behalte ich schön. Hier, ich hab den Schal eigentlich genommen, weil es so kalt ist und ich dachte, das passt irgendwie zum Wetter. Und ich dachte, ich bin heute mal der King. Ansonsten bin ich's ja, ne? Immer. Aua. Scheiße. Ich bin zumindest rübergekommen. Oh, verdammt. Aber jetzt nicht. Müssen wir hier vielleicht irgendwie hoch? Nee. Oh, das ist bloß zum Gucken. Oh. Okay. Oh, man muss sich ducken. Oh, und dann schnell laufen. Und dann ein Schweinchen befreien. War schon zu blöd zum Ducken. Warum springst du freiwillig in die Stacheln? So, weil ich doof bin. Ich muss mich jetzt erst wieder in dieses Spiel reinfinden. Ich weiß, das ist eine Standardausrede von mir, aber trotzdem. Ja, die wirst du auch mal wieder bringen. Und jetzt da hoch. Nee, komm mal zurück. Nee, du kannst jetzt das Schwein holen, oder? Ich kann. Moment. Nee, der Staubklopf ist noch da. Nee, du musst hier oben drauf. Über mir. Moment. Ich glaube, du musst aber mal ganz nach rechts laufen hier. Da, hier und dann hier unten. Dahin und dann, wenn ich weggehe, muss ich nach rechts springen. Mit deinem Doppelsprung. Darunter, wo du gerade warst. Ganz nach rechts. Und wenn ich jetzt weggehe, musst du auf das Feuerding rechts springen. Mit dem Doppelsprung, denke ich. Okay. Da komme ich aber doch gar nicht hin, da ist so eine Wolke. Achso, von unten aus, meinst du? Ja. Jetzt hätte ich gerade eine Facecam in der Aufnahme gebraucht. Ich auch, dann sieht man meinen dümmlichen Gesichtsausdruck. Genau. Ja, das hättest du. Moment, nee, das nützt nichts. Ich dachte, du kannst überhaupt dann hier irgendwie hochspringen, irgendwie so da, aber das stimmt jetzt gar nicht da drauf. Nein. Verdammt. Dann hat es nichts gebracht. Kannst aber auch so rüber. Wollte ich nur schlau sein. Doch gar nicht da hoch, was willst du denn da? Da ist noch ein Ding ins Bummens, ein Knopf für das Schweinchen, denke ich. Vielleicht kommen wir da später irgendwann hin. Ne, komm mal zurück. Ach, du kannst hier. Hä? Dann kommen wir nicht weiter ohne dich. Also entweder wir gehen zusammen weiter oder zurück. Oder wir versuchen den Knopf zu kriegen. Stell ich mal unter mich? Ja. So, dann muss ich aber schnell sein. Okay, das geht vielleicht nicht. Okay, wir gehen weiter. Ich komme trotzdem nicht weiter. Irgendwie. Auch nicht. Wirklich fehlt mir noch in Verbindung. Jetzt ehrlich gesagt auch gerade vielleicht doch der Knopf, der da oben ist. Das Schweinchen brauchen wir Sicherheit für irgendwas. Ja, das Schweinchen brauchen wir für da wahrscheinlich. Wofür? Für die Stacheln zu kommen. Hm. Aber wie kriegt man das da hin? Kann man den Druckknopf oben drüber irgendwie ausschalten? Nee, da ist doch Wand oben drüber, oder? Also bis zum Druckknopf, bis zum Puster bin ich ja gar nicht gekommen. Also zumindest nicht hier hinten rum. Bin ja schon an dem. Vielleicht doch das Schweinchen schon vorher irgendwie. Geh nochmal weiter zurück. Nee, nicht so wirklich, ne? Wenn es nicht einen Geheimgang gibt, doch nicht. Ah, Moment mal. Nein. Ach nee, das geht nicht, oder? Ich hatte mir gerade, du kannst ja an der Stelle stehen bleiben, wo die Blöcke wieder auftauchen. Aber ich glaube, es klappt nicht. Nee, du kannst ja nicht in Luft hängen bleiben. Selbst wenn, was sollte mir das bringen? Wofür ist das hier? Irgendwofür brauchen wir diese komische Gedöns. Ne, dann kommt das Ding ja nicht wieder, wenn du da in der Luft stehen bleiben würdest. Dann kommen die Blöcke nicht wieder. Ich komme hier unten doch nicht vorbei. Kann man. Bein war eingepfercht, oder? Das konnte man auch nicht rufen. Ja. Oder. Der Block geht ja da hinten auch nicht weg, wenn ich da bin, ne? Ach, verdammt. Hilfe!
Ja, also das Schweinchen ist da oben komplett eingepfercht, da kann ich gar nichts machen. Und wirklich auf diesen Knopf da in der Mitte kommen, irgendwie. Der da unter dem... Vielleicht kommen wir doch von hier unten irgendwie dran. Mit Werfen geht ja nicht. Oder was? Nee, mit dem hier vielleicht wirklich, vielleicht hast du recht. Du das eben dachtest, lass mich nochmal... Man hat nicht genug Schwung. Nee, du kommst halt gerade so bis hier hin und wenn dann einen Doppelsprung machst, auch nicht so viel gewonnen. Ich verstehe das Level nicht. Ja, eine Lösung geben dafür. Wir müssen zu... Kommen wir nicht zurück. Wir müssen zu diesem Knopf auf jeden Fall. Ja, also aber wir müssen von da oben irgendwie rankommen. Aber von hier links geht's doch gar nicht, oder? Entschuldigung. Ja. Überhaupt mal entschuldigst, wenn du mich tötest. Ich bin heute nett drauf. Aber ich kann nichts dafür, dass du nicht springen kannst. Das stimmt. Geh da nochmal hoch oder lass mich mal hochgehen. Brauch dich doch dafür, oder? Du musst ja auf mich draufstellen. Und dann einfach hier in einem Sprung dagegen und dann kannst du einen Doppelsprung da hoch. Oder so. Vielleicht kann man wirklich einfach durchstellen. Lass mich nochmal. Ich bin nochmal auf dich drauf. Klingt. Huch. Nee, nee. Lass mich doch. Ja, du musst einen Doppelsprung machen, sonst kommst du nicht oben drauf. Nee, und dann versäufst du halt. Und wenn du springst, kommst du in die Stacheln. Schneller, schneller. Ich drück mal nach rechts. Du spielst ja mit jemand absolut unfähigem. Falls es dir noch nicht entgangen ist. Wie gesagt, ich bräuchte eine Facecam. Heute. Ah! Doch nicht ganz so unfähig. Schweinchen ist unten, kannst runterkommen. Deswegen krieg ich's auch. Boah. Ah, verdammt. Ach, scheiße, wir brauchen die Dings dafür. Aber. Achso, mein Schweinchen musst du hier hoch. Ja, du musst helfen. Aber da kommst du doch trotzdem drüben nicht. Doch, da kommst du hoch. Krass. Und jetzt musst du mir hier wieder helfen. Oder du lässt das Schweinchen da stehen. Ha, nein. Nein. Meins, mein Schweinchen. Ja, das musst du es aber wohl lassen. Ich muss es jetzt da lassen. Ja, es springt nicht hoch genug. Das Schweinchen ist zu fett. Du brauchst einen anderen Knopf. Danke. Okay. Kannst du es rufen? Ach so, ja. Stimmt. Deswegen musst du es hier lassen. Wenn du auch kommst, dass ich nicht lieber das Schwein bekomme als dich. Ja, das sind Dings an, Druckknöpfe. Da kommen wir nicht hin. Rechts, glaube ich, hin, oder? Ne, da kommst du aber. Ich flieg's wahrscheinlich zu schnell wieder runter. Rechts ist ein Dingens. Komm ich nicht hoch genug? Werfen vielleicht. Ja, meine ich ja, aber. Fliegst du nicht auch? Lass erstmal hier aktivieren. Und sterben. Nein, da kommen wir doch rüber. Da kommt man rüber. Meinst du, wir brauchen den Knopf? Ups. Keine Ahnung. Die bewegen sich ja. Hier. Halt, ich muss hier draufstehen. Nee, ich muss auf dem stehen. Bist du, kommst du? Ja, aber so geht's. Irgendwie. Du kannst wieder runtergehen vom Knopf und dann sind die Dinger wieder da. Stimmt. Dann kann ich draufspringen. So. Perfekt. Bin ich schlau heute? Bisschen, ne? Was ist mit mir? Bisschen alle überrascht. Viele Arbeit für die Uni. Plötzlich ist mein Gehirn wieder aktiviert. So, nein! Du stehst ja die ganze Zeit da rum und ich bin so, okay, dann komm ich da drüber. Jetzt klappt das ja, aber da kommt man ja trotzdem nicht. Ich habe gerade gedacht, das kann ich nicht laufen. Filet-Lumi heute. Was? Heute gibt's Filet-Lumi. Und Filet-Lumi. Und Lumi am Spieß. Aber wie komme ich denn jetzt da rüber? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Gibt's auch noch Wurzel-Lumi? Soll ich bitte mal auf das Spiel konzentrieren? Und ich muss wahrscheinlich wieder runtergehen, wo du springst, wo du drüben bist. Damit dann dort drüben die erscheinen. Würde ich mal vermuten. Ja, das klingt logisch. Ja. Wo könnte es aber funktionieren? Es hätte auch funktioniert, wenn du nicht nach rechts gelaufen wärst. Okay. Jetzt hochspringen, ganz hoch. Ja, warte. Genau. So, und jetzt machst du das Gleiche.
Ja, Moment. Dankeschön. Oh. Geheimgang. Kannst du hoch? Nee. Mitnehmen. Aber das brauchen wir jetzt wahrscheinlich. Ja, für das Ding da oben. Hoch. Einer blöder als der andere. Das ist unglaublich. Lauf noch eins. Oh, verdammt. Braucht man das nochmal? Oh. Ich glaube, man braucht es, um da rumzukommen, oder? Du musst gut timen können. Das macht halt das da rumkommen viel einfacher. Timen. Geht aber auch ohne. All und complete. Jetzt. Move your feet. Ja, ja. Wo denn jetzt überhaupt hin? Hier geht's nämlich nicht weiter. Erstmal auf dich drauf. Weiter. Doch, da hinten rechts. Ha. Ich hab eben gesagt, didn't hear a fat lady. Was? Du bist eine fat lady? Ach, das bin ich nicht. Er hört keine fette Frau. Oh, das ergibt ja gar keinen Sinn. Das ist ein Sprichwort im Englischen. It's not over until the fat lady sings. Das heißt, es ist nicht vorbei, sozusagen der Opa, bis die fette Frau halt singt. Ach, nett. Also, ja. Wieso Sprichwort? Kennst du es nicht? Nee. Okay. Okay. Ups. Was? Fast geschafft. Okay, ich versuch das nächste. Ich hab dich warten. Ist mir egal, ich muss ja hier. Komm, ein Versuch hast du noch. Nope. Und nope. Die ganzen schönen Internet-Sachen kennt die Lumi nicht, ey. Derp kennt sie nicht, jetzt nach Overhand the Fat Lady Sings kennt sie nicht. Es tut mir ja so leid, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin und Deutsch gelernt habe. Also, ob ich nicht in Deutschland aufgewachsen wäre, ja? Ich habe halt keine englischen Sachen. Oder lese englische Bücher oder irgendwie so gedöhnt. Ich lese auch keine englischen Bücher, ich habe bloß eine Menge englischen Podcasts und spiele englische Spiele. Siehst du, das mache ich alles nicht. Versuchen das irgendwie da unten zu kriegen. Ah. Zum Glück musst du kannst es unten deaktivieren. Upf. Hui, scheiße. Ich glaube, einer muss zurückbleiben, oder? Ich. Nee, Moment. Ich hab das gar nicht in der Hand. Moment mal, doch. Das hier unten, was hier zu mir ist. Mach mal weg. Oh, verdammt. Ah, da muss ich wieder. Muss da springen. Ich wusste nicht, wo es da hingeht. Ich will die wieder wegmachen. So, jetzt. Wupp. Okay, jetzt musst du für mich das gleiche machen. Ja, sieht so aus. Besser musst du springen. Muss die rechtzeitig wieder aktivieren. Nee, muss ich doch. Nicht. Da oben kann ich nichts aktivieren. Ach doch, da unten kann ich aktivieren. Ja. Okay. Ja. Das geht aber auch nachaktivieren. Ich hab's für dich aktiviert. Sicher? Ja, ich hab's darauf geachtet. Sonst hätte ich es ja für mich nicht gewusst. Aber ich komme hier irgendwie nicht hoch. Also alleine komme ich hier, glaube ich, nicht hoch. Glaub's auch nicht. So hoch kann ich nicht springen. Erstmal Lage sichten. Damit kommst du nach rechts zu dem Smaragd. Ah, geh mal runter. So, damit kommst du jetzt hoch, damit kannst du aber den Smaragd nochmal probieren. Ja, geh mal runter. Ja. Jetzt. Dankeschön. Oh. Hallo! Hühnchen! Ups. Gibt auch Lein am Leinfilet heute. Nein! Ah. Zu viele Filets. Ups. Und auch Suppe. Was, Suppe? Ja, wenn du da unten das so irre einweichst. Achso. Bei mir hast du davor angehalten und dann bist du doch noch den Millimeter zu weit gegangen. Okay, und da bist du gerade durchgeflogen bei mir. Ja, alles klar. Bei mir auch. Mit den Füßen einfach mal durch die Kettensäge. Ups. Du könntest mich übrigens mitnehmen, wenn du hier hochspringst. Nö. Verdammt. Also wenn du so blöd anstehst, nicht. Dafür warte ich nicht. Ja, aber ich muss jetzt warten. Dafür warte ich nicht. Ich warte nur für schlaue Leute. Ich hab das gerade überlebt. War ja mal voll unlogisch.
ist wieder Zeug drin. Same on you. Du musst aber nicht mehr nach links, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich will einfach zu dir, so. Obwohl ich gerade getötet habe. No, ja, andere Freunde habe ich in diesem Spiel ja leider nicht. Ich suchte gute Freunde, kann ich nichts dafür. Oh, verdammt. War da nicht noch irgendwas da oben? Das ist doch nur so ein Druckknopf. Ja, und ich weiß auch warum, dann kannst du hier nämlich nicht weiter und fliegst den Segen rein. Nee, du musst hoch. Und den Druckknopf da oben aktivieren. Hi. Einmal. Wir müssen nicht da hoch, wir können das Ding hier benutzen. Wenn ich springen könnte. Na. Zu viel Laser. Strom. Das ist aber auch echt bisschen schlechter mit dem Ding. Ich glaube, man muss das oben irgendwie abnehmen oder so vielleicht. Oder kommt man nicht bis hoch? Ich geh mal hoch, ja. Höher oh, schaffst du nicht, oder? Nicht. Vielleicht, wenn ich auf dir draufstehe. Ja. Oder warte mal, nein, stell doch das Ding auf das untere und ich aktiviere einfach das obere. Warum so umständlich? Wir können es nicht aufs untere stellen wegen den Wolken. Was? Wir können es nur aufs obere. Achso, doch, können wir. Entschuldigung. Aber dann ist okay. Dann mach mal. Du musst erstmal durch. Oder? Ist egal. Ich dachte, du kommst vielleicht nicht durch. Nee, komm schon durch. Okay, jetzt bin ich wieder am Anfang. Du musst jetzt da oben. Moment mal. Achso, warte mal, ich muss das unten wieder wegmachen, damit du an das Viech kommst, ne? Damit du an das Viech kommst. Und da rechts ist ja auch noch einer. Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir alle. Verdammt. Jetzt war ich wieder filettiert. Wieso wollte ich denn jetzt eigentlich... Achso, oben stehst du nicht mehr drauf, deswegen. Wo ist denn eigentlich das Ziel? Eine gute Frage. Naja. Ich habe keine Ahnung. Wir sollten mal sehr weit auseinander gehen, dass wir es sehen. Wo denn? Keine Ahnung, es ist halt egal, ob das unten eigentlich ist. Also, wir rechts jetzt lang müssen. Wir müssen ja mit Sicherheit zurück zum Ziel, ja, das schreicht. Aber dann stell dich mal oben hin. Ich würde ja gerne. Hilf dem König, meine Untergebene. Wo träumst du denn eigentlich nachts? Ah, da ist hier, guck mal. Der König ist im Ziel, wir haben fertig. Untergebene sterben halt. Na toll. Der König, ich würg dich. Ach, wir haben ein Wollknäuelchen vergessen. Verdammt. Das. Keine Ahnung, ganz gesehen. Wahrscheinlich irgendwo versteckt vielleicht. Kann sein. What happened? Ja. Okay. Das ist so schlimm, wenn die Levelauswahl dich schon überfordert. Ja, du bist heute nicht auf der geistigen Höhe, mein Freund. Oh, guck mal, ich hab direkt meinen Geheimgang gefunden. Ich nehm's zurück. Bist nicht auf der geistigen Höhe? Guck mal, Geheimgang. Was? Wir müssen uns werfen. Aber von wo? Von dem, was hier unter uns weggeht. Oh nein, oh komm. Das ist doch scheiße. Ja, dann komm halt auch. Ja. Ja. Wirfst du mich jetzt oder werf ich dich? Ich werf dich. Okay. Ich versuch's ja schon die ganze Zeit anzubieten. Nein! Das war zu langsam. Oder zu schnell, keine Ahnung. Eins von beiden. Das heißt, wir müssen das Gesamtteil nicht nur mit dem... Ah, ich sterbe. Der König muss ankommen. Der König kann mich mal. Was versuchst du da eigentlich für einen Dialekt? Keine Ahnung, so russisch, okay, französisch. Das ist was wir überlegen, wer wirft, wer springt. Okay, du wirfst, ich versuche zu springen. Okay. Nein. Irgendwie muss ich jetzt besser timen. Oh, verdammt. Und Königssuppe heute.
Königsberger Klopse steht auf dem... Ich hab grad genau das gleiche gedacht. Also immer der untere muss werfen, sonst klappt's nicht. Ja, dass wir einfach nicht mehr so lange brauchen, dass wir das System perfektionieren. Oh. Moment. Was tust du? Ich darf einen Doppelsprung nicht machen, Mensch. Ah! Wir haben ja noch eine Doppelsprung gespart, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Nein, sorry. Wow. Jetzt musst du wieder. Och Mann. Man darf den Doppelsprung nicht machen. Haben wir das schon erwähnt? Das ist diese verdammte Gewohnheit. Ja, ich hab's nicht ganz geschafft. Oh, verdammt. Du hast mir beinahe nachgesprungen. Ich bin tot. Gesehen. Ha! Du hast geschafft. Okay. Du musst aber nach ganz nach links, damit ich auch rüberkomme. Das heißt, du musst die Dinger da wegmachen. Nee, du musst hier links unter dir die Dinger wegmachen, die ja bei Kontakt kaputt gehen. Verstehe. Damit ich rüberkomme. Und dich am besten draufstellen wahrscheinlich. Nein! Ich hab's verkackt. Wie hat sich denn das Ding jetzt noch schnell aktiviert? Kommst du? Nee, danke. Oh, ah. Deshalb. Steht halt einfach unten, ist brain dead. Da ist ein Laser, der ist aktiviert. Ja, du hast mir nicht geantwortet. Ich war am konzentriert sein und dachte, du springst halt irgendwie mal. Steht sie da unten und macht nichts. Dann darf ich da aber nicht stehen bleiben, sondern nee, muss auf den Laser bauen. Oder? Oder ist das zu kurz? Ja, doch, nee, funktioniert. Ja. Kommst du jetzt hoch, damit ich das auch machen kann für dich? Ja, jetzt... Mann! Du hättest schon weiter gemusst. Da war kaum Platz für mich dran. Nee, nur ein ganzes Feld. Hast recht, kaum Platz. Der Königspopo ist ein bisschen breit. Ich bin nicht zum Lachen, da kann ich mich nicht konzentrieren. Königspopo ist breit vom 17. Muss der König mehr Sport machen. Und von Lumivilles essen, da gibt's so viele hier. Sorgst du echt bald mal dafür, dass ich rüberkommen kann, oder? Nö. Vielleicht so ein bisschen hocken. Ich muss Popo trainieren. So. Kommst du noch höher? Danke. Ja, finally. Gut haben wir das gemacht. Ja, klar. Also ich bin trotzdem stolz auf uns. So. Klar. Machst du das unten oder mache ich das unten? Ach, da ist noch ein Ding. Vollkommen ignoriert gerade. Tschüss. Oh, noch nach, Moment. Nein! Der Erzähler hat gerade einen Kommentar dazu abgegeben, wie sie abgeht. Ja, ich hab's gehört. Sehr nice. Oh fuck! Obacht! Was ein Timing. Obacht! Obacht. Was machst du denn da? Obacht! Richtig. Das war's mit Kinderfreundlichkeit in diesem Kanal. Ich hab zu viel Dota gespielt in letzter Zeit. Der wüste Umgangsform. Dafür brauche ich dich. Ich wollte das jetzt zumachen. Ich will deinen Begleiter-Cube mitnehmen. Und die Katzen applaudieren bei so Sachen. Ich habe den Begleiter-Cube nur an die richtige Stelle gestellt. Verdammt. Ich weiß nicht, ob dir das entgangen ist, aber wir sollten beide überleben. Was? Der König bedankt sich für die Mithilfe. Der König kann mich mal an meinem nicht-königlichen Arsch lecken. Ich weiß nicht, kann ich dir hier schon hochhelfen? Ja. Reicht das? Ja, ja, okay. Ja. Jetzt hier rüber. Nimm mich mit! Lol, das geht. Ja, du musst es wieder rausholen, sonst kommen wir nicht weiter. Na ja. Ich lebe ja immer noch, wie habe ich denn das gemacht? Gut getimed, zufällig. Hey, das war Können. Ja, bestimmt. Reicht's
jetzt aber langsam hier. Was ist denn da drunter? Oh, verdammt. Ja. Da bist du safe. Gutes. Nee. Ja, ich hab's auch überlegt gehabt, aber ich wollte es nicht weiter ausprobieren. Ich bin drüben. Oh, guck mal. Ich komm zu dir runter, oder? Okay, jetzt darfst du nicht mehr sterben, gell? Nee, dann lass ich halt den Fallen, wo ich sterbe. Du darfst nicht im Wasser ertrinken. Ja, genau. Ist denn da links? Holst du mal rechts das Ding? Hä? Das kannst du halt jetzt holen, wenn ich das so mache. Das ist einfach nur, nee, du musst, glaube ich, nicht draufstehen lassen, aber erstmal holen, damit wir es haben. Und die Frage ist, was machen wir damit? Du willst immer alles besitzen. Ich will Companion Cubes haben, das weißt du doch. Geht der denn hin? Hier hin. Der nee. Pupst uns bestimmt wieder aus. Nee, ich glaube, ich habe ihn blockiert an einer Stelle. Du darfst nicht oben drauf aufwählen, ich glaube, der geht nämlich woanders hin, wo komplett anders. Wir kriegen da oben noch einen Wollknäuel. Wo läuft denn der hin? Was zur Hölle? Musst du dem vielleicht irgendwie einen Weg hier nach unten? Ja, hier oben ist so ein Fragezeichen. Ich glaube, wir müssen den irgendwie da hochkriegen, kann das sein? Jetzt steht er hier. Was ist denn da? Ich habe jetzt ein Problem. Kannst du ihn irgendwie wegschubsen? Ah, der läuft von alleine weiter. Nee. Warte mal, da oben ist noch das Wollknäuel, gell? Da darf der Vogel nicht durch. Das heißt, da müssen wir ohne Wollknäuel hin. Der Vogel muss wahrscheinlich links von dir auf das Ding, damit er uns da durchschießt, oder? Ja. Aber. Da wollte er gerade durchlaufen. Kannst du den nicht durch die Wolke bringen? Nee, ne? Doch, der läuft durch Wolken. Ich meine doch gar nicht den Vogel. Der hat hier ein Stoppschild, der darf da nicht weiter. Ach so, deswegen explodiert er das, meinst du? Ja, der stirbt da. Wir müssen ihn unten durch die Wolken, oder was? Aber ich will doch erstmal das Wollknäuel da oben haben. Nee, der stirbt da nicht, guck mal! Scheiße, dann brauchen wir den für da oben fürs Wollknäuel. Ja, sag ich doch. Die Frage ist, wo der mal endlich stehen bleibt. Der kommt jetzt gerade von da oben wieder runter. Was zur Hölle? Wo bin ich? Komm zurück! Random einfach. Aber er bleibt hier nirgendwo stehen. Vielleicht können wir ihn irgendwie mit den. Nee, können wir nicht blockieren. Ja, irgendwie müssen wir ihm wahrscheinlich dort den Weg. Richtig bahnen. Aber gleichzeitig müssen wir auch hier noch weiter. Erstmal sollte er halt wieder kommen. Soll ich mir hier werfen? Ja, eigentlich meine ich das. Okay, funktioniert nicht. Bist direkt tot. Schade. Ist der jetzt mal irgendwann wieder, oder? Okay, du bist direkt tot. Verdammt. Okay, so wird zu den Zähnen. Jetzt kann ich jetzt wieder rumspringen, wie ich will. Da ist er, der läuft immer noch. Aber er läuft jetzt wieder zurück. Er ist auf dem Rückweg. Nee, der war doch dort schon mal. Nee, der ist auf der Seite hochgelaufen, wo er jetzt gerade runterkommt. Jetzt läuft er nämlich wieder rein. Ja, jetzt ist er wieder plopp. Also er ist wirklich tot, wenn er an dem Schild ist. Der stimmt nur an dem Schild hier. Ja, aber eben ist er noch an dem Schild vorbeigelaufen, da kommt er wieder. War da jemand davor? Was machen irgendwie? Wir denn jetzt? Er kommt jetzt wieder. Aber wir wollen ihn erst nicht wieder weglaufen lassen, oder? Moment mal. Wenn wir davor stehen, stirbt nicht am Schild. Oh, doch. Nee, nach links ist er durchgelaufen, nach rechts nur nicht. Ein seltsames Viech. Ich jetzt will mal probieren, wenn ich jetzt hier stehe, aber einfach durchläuft. Er läuft einfach durch. Wenn ich weggehe, guck mal. Aber in welche Richtung bringt er uns denn jetzt? Jetzt nach links. Macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja, irgendwie schon, ne? Irgendwie nicht. Moment, kann man auch von der anderen Seite? Man kann auch von der anderen Seite rein. Okay. Aha. Jawohl! Und da ist sogar noch ein Geheimgang. Den hätte man auch vorher finden können. Wie ein Geheimgang. Oh. Da kommst du aber nicht weit, okay. Weit nicht. Jetzt müssen wir trotzdem noch rausfinden, wie wir hier unten das Ding kriegen. Müssen wir ihn vorher irgendwie blockieren, wahrscheinlich. Oh, warte mal, wir können doch hier mit Zug machen, oder? Wenn du ihn jetzt aufmachst. Meinst du, wir müssen den Dingens. Ich kann hier nichts aufmachen. Dann müssen wir den oben töten. Wo ist denn der? Ach nee, der ist schon weg. What the fuck? Hä? Ich verstehe es nicht. Ganz, mach mal. Vielleicht müssen wir beide nochmal hoch. Nochmal aktiviert. Wir können doch einfach das hier zumachen.
Mit den dreien. Und genau drei. Weißt du? So, irgendwie davor. Wieso brauchen wir da vier, wenn es drei Steinchen sind? Ach so, du bist jetzt. So, jetzt ist er zu. Jetzt kommen wir da nicht mehr durch. Aber jetzt bräuchten wir da unten den Vogel wieder. Dummerweise. Und dann hier wahrscheinlich noch draufstehen, damit er. Aber er kommt eigentlich nicht wieder. Müssen wir echt beide nochmal irgendwie raus und dann nochmal. Vögelchen, komm wieder. Das wir haben rausgefunden, wie es geht. Hier unten ist halt auch noch ein Ei unter mir. Aber ich weiß nicht, wie man das aktivieren soll. Es geht nur durch den Teleporter, oder? Vor allem, wozu brauchen wir das kurz vor dem Exit? Ja, kann sein, dass wir den Vogel andersrum gebraucht hätten. Oh, okay. Der lebt ja noch. Mach den Weg frei, mach den Weg frei. Dann kommt er hier wieder rein. Nein, der stirbt doch eh hier am Stoppschild. Nee, vorne ist er doch über uns drüber gelaufen. Nee, er ist immer gestorben am Stoppschild. Siehst du? Genau, mach zu. Nee, wird er dann irgendwo stehen bleiben? Ja, der läuft dann einmal rum und bleibt dann wahrscheinlich hier unter mir stehen, so leicht links von mir. Und da, jetzt gleich. Da, siehst du? Jetzt kannst du halt zu ihm hinspringen und dann würde dich helfen. Ja. Jetzt kann man hier den zweiten theoretisch befreien. Wozu? Weil wir das andersrum hätten machen sollen. Ah, um dann nochmal rauszugehen und das Wolkenhaus zu. Wir haben es uns gleich ein bisschen schwerer gemacht, als es gedacht war. Na, also wenn man dann aus Versehen aufs Ziel gesprungen wäre, wäre es wieder vorbei gewesen, ne? Also, wir haben jetzt übrigens exakt 30 Minuten. Ich wollte gerade darauf hinweisen. Was? Ich wollte gerade darauf hinweisen. Das ist durchaus schneller als wir. Aha. Dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle mal eine kleine Pause. Und nächstes Mal dann vielleicht wirklich schon mit dem Finale, oder? Weißt du? Nee, noch nicht. Mal sehen, wie gut wir sind in den nächsten Leveln, würde ich sagen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.